Liquid Quarter Mile an. Ein Motorbootrennen über einen Tagesschnellsten, im Finalduell dann den Tagessieger. So, der erste, der vorbei düst, ist William Starr mit seiner Orange Fun. Das ist der junge Mann, oder? Nee. Ein Boot der Pirik-Jagd-Manufaktur, jetzt von links nach rechts. Kerstin Hilder steuert. Von den Hilter-Royal-Booten, Bernd Hilter-Gerke, herzlich willkommen. Bei uns ist. So ist das, aber ein sehr, sehr schönes kleines Boot mit Werner Gerdes am Steuer. Nee, kommt man da. Die stellen sich noch vor. Jetzt fahren wir da nicht schlecht. Aber blechlich, sagen wir es mal so. Naja, da haben wir nochmal ein Jetski. Roger Störter am Start, auch heute wieder erst gekommen. Ja? Auch heute wieder mit am Start mit einem wunderschönen Holzboot aus seiner eigenen Manufaktur, Alexander Pirik. Hey, jetzt drehen wir auf. Ich sage mal 25 mit seinem Kumpel Martin unterwegs ist er jetzt. Ronald Elbers kommt von links, auch mit einem Boot aus der Pirik Yachtmanufaktur. Herzlich willkommen. Die Startnummer 32. Nummer 1, unsere Frau im Feld. Herzlich willkommen, Sandra Beutel. Oliver Koppenburg ist im Spiel heute. Die Startnummer 35. Herzlich willkommen. Gehört diesem jungen Mann her, der sich heute von seinem Vater den Jetski geliehen hat. Das halte ich für die richtige Entscheidung, Papa arbeiten schicken und selber hier mitmachen. Und schön um den Schwan rum, genau. Richtig gemacht. Herzlich willkommen, Nico Rausendorf. Ja.
Der rote Flitzer von links wird gesteuert heute von David Gröbel mit der Startnummer 29. Herzlich willkommen. So, damit haben wir unser Starterfeld zusammen. Wir haben Dörfer, die Startnummer 21. Flo gegen Tonne. Von Nico Rauschdorfer mit 260 PS auf dem Jetski seines Papas, der am Ufer steht und wahrscheinlich stolz ist. Nico Rauschdorfer 15,25, Alexander Pierich 17,53. Und Fraktur ist schneller unterwegs, wie gesagt 2 Tonnen schwer mit 170 PS an Bord. Da kommen die 400 Kilo und die 70 PS trotz 70 km/h Höchstgeschwindigkeit nicht gegen an. Ronald Elbs Wasserbetrieb, das ist jetzt ein Wort für 2,9 Tonnen. Eine ordentliche Masse bewegen, nämlich 3,2 Tonnen. Deswegen hat Willi Hetzler ihm mal geschwind die Hosen ausgezogen und war schneller im Ziel. Kommt. Mit 90 km/h Höchstgeschwindigkeit kriegt sie auf der Strecke nicht mehr. Jan-Jared Kronbauer eindeutig als erstes im Ziel. Ist eindeutig schneller, stehend auf seinem Jetski, hat das Ziel fokussiert und ist durch. Sandra Beutel genießt das auch. Ne? Man muss das auch genießen hier. Jetzt ist auch Sandra Beutel im Ziel. Super. Also ist er Wassersport-affin und genauso steht er auch auf seinem Jetski und versucht da alles rauszuholen. Also David Gröbel.